In diesem Video geht es um die ganzheitliche Dimension von Liebeskummer und wie du Liebeskummer am besten überwinden kannst. Zunächst einmal eins vorweg. Wenn ich so von ganzheitlichen Dimensionen spreche, dann meine ich ja immer Körper, Geist und Seele. Aber eigentlich ist Liebeskummer nicht ganzheitlich, denn Liebeskummer findet auf der Ego-Ebene statt. Verstehe mich nicht falsch, ich meine nicht, dass Liebeskummer egoistisch wäre oder so, sondern dass es einfach auf der Ich-Ebene stattfindet. Wenn du dich nämlich mit einem anderen Menschen gedanklich verbunden hast oder verbunden gefühlt hast, dann ist das zunächst die persönliche Ebene und damit dein Ich. Und auf der Ebene tut Liebeskummer echt verdammt weh. Und das ist mir auch völlig bewusst. Und egal, wie spirituell man ist, wie ganzheitlich denkend man ist oder wie viel Ahnung man von Psychologie hat, wenn auch ich Liebeskummer habe oder jemand anders Liebeskummer hat, dann tut das verdammt weh. Und das ist der erste Schritt, den ich dir hier anraten möchte. Wenn du in der Akutphase des Liebeskummers steckst, dann nimm diese Akutphase als solche an und betrauere deinen Verlust. Das ist völlig in Ordnung und völlig richtig. Mir ist aber wichtig, hier zu erklären, dass Liebeskummer die anderen Ebenen ja mit einbezieht. Und wenn du jetzt einen Menschen verloren hast, sei es ja dadurch, dass ihr vielleicht eine Beziehung schon hattet und der Partner oder die Partnerin hat die Beziehung beendet, oder sei es, dass ihr euch in jemanden verliebt habt und die Liebe wird nicht erwidert, sei es aus Desinteresse oder weil andere Personen bevorzugt werden oder weil vielleicht die Distanz zu groß ist, dann schmerzt das Ego. Der Teil in dir, der sich mit diesen Menschen verbunden gefühlt hat, der sich mit diesen Menschen zu einer Einheit verbunden hat und dieses Einheitsgefühl erleben durfte, der ist jetzt weg und der hinterlässt eine Lücke und der hinterlässt einen Krater. Und das ist das, was das Schmerzhafte an der Geschichte ist. Dein Ego ist immer bestrebt, irgendwie sich zu vervollständigen mit Dingen von außen. Und gerade wenn wir verliebt sind, dann scheint uns das vermeintlich zu gelingen für den Zeitpunkt des Verliebtseins. Diese Person macht mich jetzt vollkommen. Diese Person sieht mich. Diese Person wertet mich auf. Und dann fühlen wir uns richtig, richtig gut. Und wenn das dann kaputt geht, dann ist das echt die Hölle auf Erden. Und verliebt sein, beziehungsweise auch der Liebeskummer, das passiert alles in verschiedenen Phasen. Und das ist auch gleichzeitig der erste Tipp, den ich dir hier geben möchte. Denn eine Phase geht vorbei. Eine Phase ist zeitlich begrenzt. Wenn du jetzt allerdings in der ersten Phase drinsteckst, die des akuten Liebeskummers, dann hilft es wirklich nur, diesen Kummer anzunehmen und zu trauern ganz bewusst. Aber es kann auch helfen, dass du dich dafür öffnest, dass es auf höherer Ebene Sinn macht, auch wenn du jetzt den Sinn noch nicht verstehen kannst. Und ich habe dir mal hier zum leichteren Verständnis mein Radio mitgebracht. Und da siehst du hier so einen Ego-Sender und einen Seelensender. Und das ist das, was passiert. Wenn wir sehr mit dem Ego beschäftigt sind, weil unser Ich irgendwie etwas verloren hat, dann ist der Ego verdammt laut und dann überdeckt der diesen Seelensender. Denn die Seele, das ist so etwas, das sind so die leisen Stimmen und die können wir nur empfangen und nur hören, wenn wir unsere Aufmerksamkeit von den äußeren Dingen wegziehen, diese von den äußeren Formen abziehen und die Aufmerksamkeit nach innen lenken. Das geht aber nicht so wirklich, wenn du Liebeskummer hast, weil dann ist dein Gedankenkarussell ständig mit dieser Person beschäftigt. Und deswegen ist es in der ersten Phase so schlecht möglich, weil da nur diese Frequenz eingeschaltet ist. Man kann sich das wirklich auch so vorstellen, so wie beim Radio. Wenn du Mittelwelle einschaltest, kannst du auch nur Mittelwelle empfangen. Willst du UKW empfangen, musst du UKW einschalten. Und die Botschaften der Seele zu hören, das gelingt dann meistens so in den zweiten und dritten Phasen. Die zweite Phase bei Liebeskummer, also ich habe das jetzt mal in drei Phasen zusammengefasst. Im Netz habe ich viele Phasen gefunden, aber die drei finde ich am wichtigsten. Die zweite Phase des Liebeskummers, das ist dann die Phase der aufbrechenden Gefühle. Und das ist so eine Phase, da geht es für dich rauf und runter. Du hast also wirklich dieses Gefühl, du fühlst dich ganz weit oben und du fühlst dich super und du denkst dir, ja, jetzt fängt ein neues Leben an und endlich bin ich wieder frei. Und am nächsten Tag fühlst du dich völlig down, platt und depressiv. Und das ist kennzeichnend für diese Phase. Auch tauchen ganz viele Gefühle in dir auf. Wut, Trauer, Enttäuschung, aber auch Freude, Euphorie, Neubeginnsgefühle. Da wechselt sich so alles ab. In dieser Phase ist es hilfreich, wenn du wirklich auch dir ein Tagebuch
anschaffst und das Ganze, was da so in dir hochkommt, kommst einfach auch aufschreibst. Denn das ist eine ganz wichtige Phase der Heilung. Und wenn du dir jetzt immer mal wieder auch die Zeit nimmst, nach innen zu gehen und das Ganze in Ruhe zu verarbeiten, dich nicht sofort in die nächsten Affären stürzt, dann kannst du aus dieser Zeit wirklich viel über dich selbst lernen. Denn jetzt kommst du an deine Glaubenssätze ran, die dir zu deiner Ganzheitlichkeit auf seelischer Ebene fehlen. Vielleicht glaubst du, ja, der Partner hat dich verlassen, weil du nicht hübsch genug bist. Oder vielleicht glaubst du, der Partner hat dich verlassen, weil du so kompliziert bist und weil du so viele Altlasten mit dir rumschleppst. Was auch immer es ist, es weist dich immer darauf hin, dass in dir dieser Teil noch nicht geheilt ist. Denn letztendlich sind wir geliebt, so wie wir sind. Wir sind schön, so wie wir sind. Und jetzt kannst du den Weg nach innen antreten und die Botschaften der Seele mehr und mehr verstehen, die dir sagen will, ja, diese Erfahrung verhilft dir zu deiner Ganzheitlichkeit. Sie zeigt dir, welche alten Glaubenssätze jetzt in dir hochkommen, die es gilt abzulegen und durch neue positive Glaubenssätze zu ersetzen. Und da ist eben gerade dieser eine Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert, ich werde nicht geliebt. Das ist der Glaubenssatz, der da ganz häufig eine Rolle spielt und den du dir jetzt liebevoll in dieser Phase anschauen kannst. Und wenn du dich auf dein Inneres ausrichtest, dann fängst du jetzt an, dich in Selbstliebe zu üben. Und damit beginnt dann auch die letzte Phase, das ist dann die Phase des Neubeginns. Und jetzt hast du wieder Bock darauf, deinen Hobbys nachzugehen, deine Freunde zu besuchen, alte Freundschaften wieder aufleben zu lassen. Und du fängst jetzt wieder an, mit offenem Herzen da rauszugehen. Und dann hast du hier alte Glaubenssätze, alte Konstrukte liebevoll angeschaut, liebevoll geheilt. Und dann kann die letzte Phase beginnen. Das heißt, jetzt hast du die Botschaften deiner Seele verstanden. Und ganz häufig ist das so, dass Partnerschaften auf der Ego-Ebene manchmal echt übel zu Bruch gehen. Und vielleicht, weil der Partner fremd geht oder weil da Verletzungen sind. Und auf der Ego-Ebene tut es alles weh. Und auf der Seelenebene kannst du dich aber für den Gedanken öffnen, dass du vielleicht irgendwann verstehst, das, was ich damals in der Zeit über mich gelernt habe und was ich in mir entwickeln und entfalten durfte, das war Gold wert. Und deswegen liegt auch in jeder gescheiterten Beziehung ja, so eine Perle drin, die du für dich nutzen kannst und die dich zur Vervollkommnung oder zur Ganzheit deiner Seele und deines Lebens führt. So viel zu den drei Phasen. Also hier nochmal zusammengefasst. In der ersten Phase, in der Akutphase des Trauerns oder des Verlustes, darfst du trauern und solltest du die Trauer annehmen. Aber halte dich dafür bereit, dass diese Erfahrung auf höherer Ebene oder von höherer Ebene aus betrachtet durchaus Sinn macht, auch wenn du den Sinn noch nicht verstehen kannst. Und die zweite Phase kennzeichnet sich durch die aufbrechenden Gefühle. Und in dieser Phase kann es hilfreich sein, Tagebuch zu führen, über dich nachzudenken, dir Ruhe zu gönnen, dir anzuschauen, was kommt denn da alles eigentlich an Gefühlen in dir hoch und welche alten Glaubenssätze darfst du jetzt ein für alle Mal über dich ablegen, die du nicht mehr brauchst. Und die letzte Phase, das ist dann die Phase des Neubeginns. Welche neuen Glaubenssätze möchtest du an diese Stelle setzen? Vielleicht den Glaubenssatz, ich bin liebenswert, ich bin kraftvoll, ich bin schön. Und dann fängst du an, dich in Selbstliebe zu üben und du fängst an zu erkennen, wer du wirklich bist, dein So-Sein zu erkennen. Und dann kannst du auch wieder mit offenem Herzen da rausgehen, neue Bekanntschaften machen und neue Menschen treffen. Und dann wird dich die neue Liebe auch wieder finden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann, ciao.